Sag jetzt nix. Ich sag gar nichts. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich weiß auch Hast du nicht. ein Wort nur von mir gehört? Ich hab dich denken hören. Denken, ich. Ach, am Leben nicht. So, guck mal, wenn ich jetzt laufe, ne, so, dann kann ich die Maus bewegen und dann laufe ich in die Richtung, in die ich. Ja, so muss Seht ja ihr auch sein, das? ne? Seht ihr das? Ich laufe, wenn ich die Maus bewege. Ist das Feld sehr steil? Wieder Weiß mein nicht. Voll. Hallo, guten Tag. Steuern erhöht, ne? Ja, gut. Tschüss. Ist das Feld steil? Ja, so. Aber guck mal, er hat genau dort eine stehen lassen. Wenn ihr das mal seht dort, das ist das, was ich nicht verstehe. Weil jetzt ist der starke Bauer wieder aus, ne? Der hat die ganze Zeit schön seine Furche hier gerissen und dann hier ab der Mitte fing er an, auch hier wieder. Lässt er genau eine stehen. Ja, es ist schon ein bisschen. Guck mal, die erste hat er schön gerade gezogen hier. Hier, das ist der Anfang gewesen, wo wir beim letzten Mal gemacht haben. Also hat er hier schön geschnitten, schnitten, 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 schnitten. Dann hat er hier wieder angefangen, eine stehen zu lassen. Ernte in Ja. andere Richtungen. Ja, ich muss ja mal gucken. Ja, weiß der Teufel, was mit dem Teil nicht stimmt, ne? Nee, das ist gar nicht steil, glaube ich. Oder? Nee, ne? Stell die VCA schneller um 0,1. Schmaler. Wieso noch schmaler? Die müsste ich breiter schnell stellen, oder nicht? So. Erstens mal, dass ich 75% voll bin. So. Steuerung C. Wo stelle ich die denn schmaler? Arbeitsbreite hier. Da waren die Schneideklingen stumpf. Auf 1,6 oder was? Zurück. Das ist auch zum Beispiel so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich muss mit dem Traktor. Ja. Da fahren. So. Den Anfang zählen wir jetzt mal nicht, weil da jetzt die Bäume waren, ne? Aber guck mal, so nimmt er das jetzt mit. Ja, ist das richtig? Oder was? Sieht gut aus. So sieht das gut aus. Also so sieht das, finde ich, jetzt gut aus. Ja. Aber Wahnsinn, war wie für Ja. eine kleine Menge Kartoffelchen der da. Erntet, das ist wirklich ein Witz. Das ist Ja. wirklich ein Witz. So, und da ich jetzt ja sowieso schon im Kreis Dingse, Kreis Ernte, werde ich jetzt auch so weiter ernten. Ich werde quasi im Kreis ernten. Ich werde jetzt diese hier nochmal sauber machen. Sauber, sauber quasi schneiden. Im Kreis, Ja, also ja. mit dem VCAV Mit dem Dings. VCA, genau. Der muss daneben sein, quasi. So. Ich hoffe, das reicht nicht. Aber wir werden eventuell noch mal ein bisschen verändern dann. Dass wir hier eine saubere Furche haben, dass der hier vorne eine ordentliche Furche macht. Weil so scheint das ja dann jetzt zu funktionieren. Ja, das ist die Hauptsache. Ein bisschen was nimmt er mit. Da kommt ab und zu mal was.
Er macht jetzt quasi einen schönen Rand. Ja. Ich schaute 20 Jahre später aus, dann bin ich nicht mehr alt und grau, dann bin ich nur noch und. Aber guck mal, ich muss hier weiter rüber. Ich muss hier echt weiter rüber. Sonst nimmt er das wieder nicht mit. Weil hier das Feld, der Feldrand schief ist. Sisse? Sisse? Ja, ich glaub dir ja. Ist ja nicht so, dass ich dir nicht glaube. Was ich ja immer sag, ne? Ja. So viele Reihen wie der Kartoffelernte auf einmal nimmt, wird das wohl noch ein bisschen dauern. Vermutlich. Aber ihr wisst ja, mit Geduld und Spucke fängt man eine Mücke. Also ich denke mal so Ende des Jahres. In der Zeit könnt ihr dann jetzt hier zum Beispiel mal hier Madame. Ja, also Madame hat ein ganz komisches Gerät hier. Das ist eine Tellermine. Das Ding an der Sache ist, mein Ernte ist jetzt auch schon wieder voll. Guck mal, das ist ein ganz komisches Teil hier. Ich weiß überhaupt nicht, wo es die Linien hinfährt. Das ist. Jetzt haben mich verfahren. Das ist bedauerlich. Was ist das für ein Ding hier? Sowas komisches. Ich weiß überhaupt nicht, ob man von links nach rechts oder von. Das ist also, egal. Nee, ich mache eine Linie und dann ist die Linie wieder weg. Die Problematik ist, dass. Naja. Aber guck mal. Ach komm, so schlimm ist es nicht. Du machst das gut. Ich frag mich, wo das ganze Heu ist. Wo ist das Heu hin? Das reicht bestimmt jetzt gar nicht. Weil das reicht. Ich weiß nicht, wo er es hingewendet hat. Es ist weg. Es ist weg. Ja. Und ich bin wieder allein. Das ist ja, guck mal, es macht Berge und Hügel. Dadurch schieße ich mal über die Map, ne? So, jetzt kann der für sich alleine schwarten hier oder wie auch immer das heißt. So, weg. So, jetzt muss ich ja. Ah, jetzt holen wir erstmal die Ballpresse. Ja, press mal. Pressen. Hallo Andrero. Hallo André. Fliegende Untertasse? Wo? Fliegende Untertasse? Achso, das Ding hier. Was ist mit dem hier wieder? Also ich weiß auch nicht, so das haben wir noch nie gehabt, das Teil. So, was ist das hier? Wein, ne? Man möchte weinen. Warum denn? Du kannst hier mit dem Teil, das ist echt ein Ding, ne? Du kannst mit dem Teil nicht ernten und Dings gleichzeitig. Das ist. Wenn du das Rohr nicht einfährst, dann geht das nicht. Dann kannst du nicht ernten in dem Moment. Also das ist merkwürdig. Nein, Leute, ich kann mir das Chaos nicht ansehen. Oh, lieber Guru. Was für ein Chaos. Wunderschönen guten Abend noch. Und Ahnung, was du noch tust, hab Spaß dabei. Es ist wunderbar geordnetes Chaos. Ne? Das finde ich auch. Ja. Das finde ich auch. Ja, ich habe so ein bisschen, der Controller ist halt ein bisschen anders. Ja. Hört man das eigentlich nicht? Nee. Hört man das echt nicht? Nee. Ja, die ganze Zeit. So, jetzt bald. Also die Schneidwerke hattest du schon wieder runter. Jetzt musst du die Ballpresse. Naja. Aber ich würde es nicht mit den beiden Dingern da aufnehmen.
Nein. Weil, aus Dann nimmst Gründen. du unseren, nimmst du unseren, unseren Straut, Mann. Ja, weil sonst komme ich da nie mit an. Also, beziehungsweise, ich komme damit an, aber wir werden nie einen Ballen auf diese Dinger kriegen. Ah, doch, mit Geduld und Spucke, denke ich ja, schon. Wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt, wo du mit deiner Kartoffelernte fertig bist. Vorher mit Sicherheit nicht. Also die Fendfahrer, vielen Dank für dein Follow, dankeschön. Hallo, also diese Ballenpresse kenne ich auch nicht. Oh. Nicht nur der Controller, lieber Ron, nicht nur der Controller. Was ist mit dem Controller? Ja. Kann ich lesen, weil ich jetzt lese und dann fahre ich bestimmt in den See. Ja, das wirst du tun. Oh! Hier, Dixie. Das war, guck mal einmal. Was ist das? Klo? Da guckt man einmal was. Ein Locus? Ach, was ist das denn hier? Altglas oder was? Geh mal weg. Moment, was ist das hier? Ah, Glas. Ich dachte, das wäre ein Klo. Klo. Ja, so, aber für ein Dixie-Klo ist es tatsächlich noch ein bisschen klein, ne? Sag jetzt nix. Ich sag gar nichts. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich weiß auch. Hast du ein Wort nur von mir gehört? Ich hab dich denken hören. Denken? Ich? Ach, im Leben nicht. Eine Müllsammelstelle, ja genau. Das ist das. Siehst du, ich hab gelesen. War das jetzt hier hoch oder die nächste hoch? Die nächste. Oh, echt? Das ist doch egal. Wie? Ich dachte. Ich habe hier ganz andere Probleme. Welche denn? Wollen die kleinen Kartoffelchen nicht so? Nee, da sind Bäume im Weg, das ist das Problem. Ist auch noch. Ja, ich hätte diese Pappel. Ich habe vergessen, wie man die Säge bekommt. Sonst hätte ich diese Palme wegge. Nein. Ja, doch, doch. Du hättest ja nur am Mausrad drehen müssen, dann hättest du die Säge in der Hand gehabt. Ah, jetzt weiß ich das. Ich wusste das nicht. Ich fahre auf der falschen Seite. Ich fahre jetzt ohne VCA. Vielleicht besser, ne? Weißt du, dass ich jetzt neben dem Kartoffelfeld mit dem Traktor neben dem Kartoffelfeld fahren muss? Also das eine sage ich dir, wenn wir nochmal so Kartoffelauftrag haben und da ist der Keiler, dann werden wir das direkt lassen. Nee, das will ich auf gar keinen Fall. Erst wenn wir unsere eigene Maschine haben, was ungefähr 2025 sein wird. Oh, halt! Ja, das ist ja nur, weil du nicht Geld verdienst. Ja, ich bin hier, ne? Ich bin sowas von fleißig gerade hier. Mhm. So, jetzt mal, was macht das? So, das ist das. Ich Wenn du mal auf der nicht. Richtigen Seite fährst, fragt Ron. Soll auf der richtigen Seite fahren? Wann du mal auf der richtigen Seite fährst? Also immer zwischendurch. Macht er was? Was? So, wir machen jetzt Heu. Heu. Der die Ballen selber rausschmeißt, weiß ich nicht. Ich glaube, das kannst du einstellen. Also zumindest bei den meisten Pressen konnte man das einstellen. Ich glaube, ich habe es eingeschaltet. Aber glauben ist nicht wissen. Nein. Wir werden es gleich sehen, wenn er den ausspuckt. Müsste sowieso erstmal den ganzen Kleckerzeug zusammenfahren hier. Manu ja, gibt nur das Geld aus. Ja, das darf, da drin ist sie gut. Da drin ist aber, sie gut. Das ist aber, ihr Job. Das stimmt überhaupt nicht, ne? Wie komme ich eigentlich zu diesem Ruf? Das würde mich auch interessieren. Wie viel Geld habe ich denn von unserem Geld schon ausgegeben? Ja, aber wir brauchen ja Kühe. Wir müssen ja investieren. Naja. Die Frage ist, in was? Kühe, eine Bäckerei und Hühner und eine Brauerei brauchen wir auch. Müssen alle und breite Reifen brauchen wir, genau. Wir müssen diese Hessen-Menschen hier gefügig machen. Genau, breite Reifen, das war das Wichtigste, Friedhelm. Ja.
War sehr wichtig. Äußerst. Ja, wo ist denn der Ballen? Jetzt kommt der auch mal irgendwann da raus, oder was? Ist noch nicht voll, oder? Ist noch gar nicht voll. 29%? Ich bin schon 1000 Mal hier hin und her gefahren. Was ist denn hier los? Siehst du, ich habe gesagt, das Heu ist weg. Dieses komische runde Tellergedöns da hat irgendwas Falsches gemacht. Hatte jemand schon mal diese Maschine? Das ist... Mann. Du klingst nicht entspannt. Findest du? Ja, finde ich. Ich äußerst entspannt. Das gibt nur zwei Ballen, das halten wir mal fest. Welche Größe wären die denn? Ach, guck mal, da liegt ein Ballen. Wo kommt der? Guck mal. Da liegt einer. Wann ist der da rausgekommen? Ah, guck. Was ist denn? Oh, diese Frau. Nein, ich habe das nicht mitbekommen. Jetzt mal ernsthaft. Du kriegst nicht mal mit, wenn du was verlierst? Nein. Man sieht das ja nicht so genau, was da hinten rauskommt. Ich hoffe, wir reden über Heuballen. Ich hoffe, wir reden über Heuballen. Hoffe ich auch. Oh mein Gott. Das ist mir irgendwie suspekt hier. Sagen wir jetzt erstmal das an. Das ich habe schon geschafft, das zweite Mal rumzufahren. Was sagst du dazu? Das, ja, klasse, er gibt mir das nicht. Ich habe das selber abgemäht. Guck mal hier, das ist, geht ja mal gar nicht. Ja, das ist das, was ich immer sage. Es nützt nichts, um zuzumähen, wenn man die Sachen nicht kriegt. Aber der Schwader hat das dahin geschwadert. Ja, ja, aber ich habe das tausendmal gesagt. Das nützt nichts, um zuzumähen, um fremde Felder, wenn man die Sachen nicht bekommt. Ja, das Tante Andrina hat das gesagt, aber Tante Andrina spinnt ja. Tante Andrina. Krieg ich nachher einen Lolli? Einen Schlag an den Hinterkopf kannst kriegen. Ach nein. Fußbad! Ich will auch Fußbad, kannst vorbeibringen! Oh ja, bitte! Schönes. Irgendwas, was das Gehirn runterkühlt. Oh, kann ich. Ja. Ey, wenn ich jetzt könnte, ne? Ich würde dich sowas von in die Badewanne tauchen. Du möchtest nicht in die Badewanne tauchen. Ja, das, was ich vorher sagen wollte, wäre I gewesen. Ich will es nicht wissen. Da nicht dahin den Ballen. Da ist doch nicht da. Das ist doch ein Weg. Rollt er mir hinterher? Irgendwas ist. Oh, dein Controller quietscht. Lebt damit. Ich stelle mal die Schüssel unter den Schreibtisch an. Oh ja, super. Dankeschön, liebe Grit. Dankeschön. Das ist sehr, sehr liebevoll. Ja, echt. Wenn ihr Infos... Das wäre jetzt echt... Das. Eine Schüssel mit kaltem Wasser und da die Füße rein. Oh, das ist schön. Wäre ein Traum, ne? Dieses mal durch 1000 Traktoren zu jumpen, ne? Ja. Das ist nicht geöffnet, glaube ich. Ja. Das ist auch noch. Ey. Oh. Nein, also Jesus, das ist da. Was liegt im Weg? Hm, 93%. Und diese Anhänger, die sind auch überhaupt nicht dazu geeignet. Warum? Weil die viel zu hoch sind. Ja, das ist Mist. Aber wahrscheinlich kannst du. Oh, jetzt meinst du. Wahrscheinlich kannst du das Rohr bewegen. Kannst ja, du das? Ja, wahrscheinlich. Hm. Oh.
Warum legt er das immer da drauf? So, Rohr. Kann ich nicht bewegen, kannst du vergessen. Geht nicht? Also, weil manchmal kann man das ja so neigen oder sowas, ne? Doch, kann man. Ja, es ist aber schon das Höchste. Das ist schon das Höchste. Wenn ich so mache, ich sehe ja nichts, wäre es ja noch tiefer. Warte, ich zeig dir Bild. Ich wollte gerade sagen, kannst du es ja mal zeigen. Guck mal, das ist das Höchste. Weil der hat so ein Sieb da vorne dran, siehst du das? Ja. Ich kann höchstens runter machen, das würde noch gehen, aber hoch nicht mehr. Also kannst du das damit gar nicht machen, oder wie? Mit ja doch, aber guck dir die Scheiße an, wie das stehen muss. Es ist ja... Der muss direkt da dran stehen, damit der Korb sich dann da reinsetzt. Ja. Das ist scheiße Ralala, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob die für mich geeignet waren, die Anhänger. Ja, aber was anderes haben wir nicht gehabt mit, weißt du? Wir haben ja nichts. Wir hatten nur einmal hier das mit dem Gras, das konnte es, also Heu, das konnte es nicht sein. Dann hatten wir einmal Flügen. Und da brauchst du ja, das kann es auch nicht sein, ja genau. Nee. Also die Anhänger gehören schon dazu. Ja, die gehören tatsächlich zu dir, also. Aber voll unlogisch, oder? Ja, klar, ja, natürlich. Die ganze Maschine ist unlogisch, für mich jedenfalls. Ich finde, da hat man mehr Arbeit als alles andere mit dem Teil. Voll übel. So, ich glaube, das ist jetzt die letzte Bahn hier. So. Ich fahre jetzt hier immer schicki im Kreis, immer versuche ich den Traktor da an der Dings vorbeizuschleusen. Wo müssen die Kartoffeln überhaupt hin? Es lässt sich das Rohr unter Sieb bewegen. Ja, das Rohr ging, es ging nur hoch oder runter. Ich guck's gleich nochmal. Wo die Kartoffeln hin müssen, das ist eine gute Frage. Wenn du vielleicht so lieb wärst, mal auf den Auftrag zu schauen. Vielleicht mal, wenn ich hier fertig bin. Ich muss wieder anhalten. Ne? Ich mach nur die Schräge jetzt hier einmal. So. Vor allem ist der auch voll schnell voll, ne? Ja. Ja, das ist... Also, ganz ehrlich, diese Maschine ist super ätzend, ne? Also. Ja, ich mach's jetzt damit fertig. Also, das ist jetzt für mich nicht das Problem. Ja, wenn man rausgekriegt hat, wie es so ein bisschen funktioniert, dann ist das schon okay. Das ist natürlich, du brauchst halt ewig mit dem Ding. Wie viel Prozent vom Feld ich schon fertig habe? Ich guck gleich mal. Geht gleich los. Jetzt gehen wir mal hier noch drüber. So, das sollte es gewesen sein. So. Jetzt gucken wir einmal auf den Auftrag. Wie viel denn den Ballen jetzt da raus, den Rest? So. 75%. 10% sind fertig. Aber wir haben jetzt hier am Anfang auch noch ein bisschen rumgetüdelt und so, ne? So, und jetzt, Controller, gib mir meinen Controller. So. Ich kann links oben drücken, dann kann ich das Rohr ausfahren. Ja? Und wenn ich jetzt nochmal drücke, ich kann nur den Korb hoch und runter machen. Der geht runter und der geht hoch. Sollte ich links drücken, kann ich gar nichts machen. Bei rechts war das und bei beiden war das. Ich kann nicht die Rohrhöhe machen. Ja, das ist Mist. Ich kann nur die Korb hoch und runter. Ja. Was anderes geht hier nicht.